Gestern Abend war Filmstart von Spencer über die Trennung von Lady Di und Prinz Charles. Die ganze Familie hat sich im Salon versammelt. Man wartet. 3 Tage. Allerhöchstens. Die meisten Innenaufnahmen des Hollywood-Streifens mit Kristen Stewart in der Hauptrolle wurden gedreht im Schlosshotel Kronberg. Eine spannende Zeit für Dominik Ritz und Tina Grothmüller, die uns heute die Drehorte zeigen. Ihr persönliches Highlight? Alles. Dass es stattgefunden hat. Also ich glaube, dieses mitten in der Hoch-Corona-Zeit, dass das funktioniert hat und dass es stattgefunden hat, dass die alle angereist sind und auch so reibungslos, was ja auch von der Produktionsfirma da geschaffen worden ist oder dem ganzen Team, das war schon toll und das auch erleben zu dürfen. Diesen Prozess sozusagen ein Stück weit mit zu begleiten, ist eben ja, extrem spannend und zeigt natürlich auch irgendwie, wie interessant unsere Branche ist und welche Erfahrungen man da machen kann. Für den Film wurden viele Räume angepasst, aber natürlich ganz behutsam. Grundsätzlich wurde natürlich nichts verändert. Es wurde angepasst, dem Film entsprechend. Es wurden aber keine Nägel in die Wände gehauen. Das heißt, das war sicherlich auch die Herausforderung für die Produktionsfirma, wenn man natürlich hier im historischen Ensemble nicht einfach Änderungen vornehmen kann. Ne? Und daher wurde ganz viel überklebt, ausgetauscht. Manche Drehorte sind im Film ganz leicht wiederzuerkennen, so wie dieser Gang. Andere, wie die Lobby, sehen ganz anders aus. Eine wichtige Szene, ein Streit zwischen Lady Di und Prinz Charles, spielt im Billardzimmer und Bibliothek. Bist du dir sicher, dass du gestern nicht zu spät warst, weil du von jemandem aufgehalten wurdest? Von jemandem? Ich dachte nur, vielleicht hat dich jemand aufgehalten. Für uns war eben dieser Raum auch ganz interessant zu sehen, wie der sich verändern kann. Beispielsweise wurden ja aus den historischen Büchern Vitrinen auch die Scheiben rausgenommen, dass es da in Spiegelung stattfindet. Das heißt aber auch, dass natürlich 24 Stunden jemand den Raum auch bewachen musste. Dreharbeiten mit 120 Leuten in einem historischen Gebäude, da geht doch sicher einiges zu Bruch. Waren alle sehr sorgsam und verantwortungsbewusst und es gab keinerlei Schäden. Beeindruckend. Wir hatten so eine Angst und sehr viel Respekt damals, wie das losging. Aber das war wirklich ganz, ganz toll, ja. Von der Produktionsfirma. Eine tolle Partnerschaft. Gute Zusammenarbeit, ja. Tolle Zusammenarbeit. Geschichten über Kristen Stewart und ihre Hollywood-Kollegen werden nicht erzählt. Nur so viel. Also sie waren alle sehr offen und auch zugänglich sozusagen. Dominik Ritz und Tina Grothmüller führen uns noch zu weiteren wichtigen Drehorten. In unserem grünen Salon und im roten Salon insgesamt in der Tat 2 Szenen. Im grünen Salon wurde eine Dinner-Szene gedreht und hier im roten Salon wurde der Raum eben auch komplett umgestaltet, eher als Wohnbereich sozusagen. Und so sieht das dann im Film aus. Spencer ist gerade im Kino angelaufen und auf jeden Fall soll es einen gemeinsamen Filmabend mit den Mitarbeitern des Schlosshotels Kronberg geben. In der Tat, also das ist geplant, sodass jeder das Ergebnis, an dem er ja auch mitgewirkt hat, jeder auf seine Art, natürlich da auch teilhaben kann. Denken Sie, die werden mich umbringen?